eigentlich nur hergekommen, um etwas abzuholen. Für den Kleinen haben wir jetzt dann doch uns hinreißen lassen zu einem Großeinkauf für die ganze Familie, inklusive mir selbst. Wie es genau dazu gekommen ist, wieso ich einen Jibber gekauft habe, das seht ihr jetzt. Moin, Murat. Gib mir deinen Rucksack und dann gehst du neben ihm. Thank you.
Ja, wieder zu Hause angekommen, nachdem wir in Sousse in Medina gewesen sind, also im mittelalterlichen Kern, wo jede Menge Geschäfte, Souvenirläden, Gewürzhändler und dergleichen sind. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich waren wir nur hier, um was für den Kleinen zu kaufen. Das bedeutet natürlich nichts in Tunesien. Also haben wir gedacht, ich kaufe mir auch ein Jabba, also ein traditionelles Gewand, das qualitativ doch recht hochwertig sein soll. Das habe ich nur mal bestätigen lassen. Ich weiß natürlich nicht, ob ich da jetzt über den Tisch gezogen wurde oder nicht. Ich denke nicht, denn ich habe ja schließlich native Unterstützung gehabt, die wirklich mit vollem Einsatz verhandelt haben von, ich glaube, für das komplette Outfit, Jabba, Weste, Hose und passende Schuhe und das Hemd natürlich von 500 Dinar auf, ich meine, es waren so ungefähr 340 Dinar. Das ist nicht schlecht, da kann man nicht meckern, denke ich. Ich bin happy. Ja, die Leute in dem Geschäft, dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß, haben sich extrem viel Zeit genommen, wirklich für uns, nicht nur für mich. Alleine bei mir haben sie sich extrem viel Zeit genommen, die ganzen Variationen und Farbkombinationen durchzuprobieren. Also wirklich extrem freundliche Leute hier in Tunesien und mit ein bisschen Handel natürlich, kommt man dann auch auf einen guten, fairen Preis. Den Shop werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Schaut, wenn ihr denn mal in Sousse seid, unbedingt in Medina vorbei, das sowieso. Ohne Medina braucht ihr ja nicht nach Sousse. Wenn ihr dann in Medina seid, dann schaut auch in diesem Geschäft vorbei, wenn ihr traditionelle Gewänder haben möchtet und euch dafür interessiert. Es gibt allerdings auch etwas weniger Traditionelles. Das Ganze sieht auch echt schön aus, eine moderne Übersetzung dieser Gewänder. Da kann man sich auch echt kostengünstig eindecken. Ja, sowohl Mann als auch Frau, wenn man sich als Mann nennt, traut, ein Gewand zu tragen. Ich habe es gemacht, beziehungsweise werde es noch. Ob sich das recht, wird sich zeigen. Wie ihr das findet, schreibt mir das bitte gerne mal in die Kommentare. Würdet ihr so etwas anziehen oder nicht? Würdet ihr dafür Geld bezahlen? Und wie findet ihr, sehe ich daran aus? Haben wir eine gute Wahl getroffen? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald. So, was haben wir hier? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ist das das Hemd, Schatz? Die passende Hose in Weiß darf natürlich nicht fehlen. Schuhe dürfen natürlich auch nicht fehlen, wenn schon, denn schon. In Grau, passend zum Gewand. Das Jabba oder die Jabba, da bin ich gar nicht so im Klaren drüber, wie das grammatikalisch korrekt ausgesprochen wird. Und natürlich die passende Weste. Auch sehr, sehr, sehr schön, im selben Ton gehalten. Alles Anthrazit, ebenso wie die grauen Schuhe.